Ja, hallo und herzlich willkommen. Olaf Schwantes, dein Beziehungscoach aus Hannover. Olaf vor acht, heute wieder live. Diesmal an einem neuen Sendeplatz, nämlich an einem Mittwoch, was zwei Gründe hat. Grund Nummer eins ist schlichtweg, ich habe diese Woche Freitag um diese Uhrzeit einen Termin. Und auch nächste Woche Freitag bin ich als Prüfungscoach im Einsatz, sodass ich dort nicht live senden kann. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, ich habe so mittlerweile die ersten Rückmeldungen bekommen. Es ist ja heute die vierte Folge von Olaf vor acht. Und die Rückmeldung war so ein Stück weit, naja, am Freitag um 19.30 Uhr, da ist man schon so aus dem Modus heraus, dass man ins Wochenende übergeht. Vielleicht ist man noch am Einkaufen oder die Dinge vorbereiten. Da ist nicht so die Bereitschaft groß, nochmal sich mit einem Live-Video auseinanderzusetzen und vor allem mit Dingen, die mit der Beziehung zu tun haben. Auch wenn du weißt, wie du mittlerweile ja vielleicht schon mitbekommen hast, dass es mir nicht so sehr darum geht, den Modus oder die Idees zu bevorzugen, dass du an deiner Beziehung arbeiten sollst, was ja immer so müßig und mühsam klingt, sondern dass es mir darum geht, wie kriegst du Spaß und Freude in deine Beziehung rein und wie können wir mit leichten Dingen halt auch deine Beziehung befruchten, sodass mehr Feuer in deine Liebe hineinkommt. Das ist ja der Zusatztitel, den ich heute auch dazu geschrieben habe. Also, das ist der zweite Grund, dass ich gucken wollte, ob heute dieser Mittwoch mehr Leute erreichen kann, ob mehr live dabei sein können oder vielleicht auch das Video dann besser im Nachgang nochmal gesehen wird. Deswegen teste ich das jetzt auch nochmal aus. Wie gesagt, ein Grund ist, ich kann die nächsten zwei Freitage nicht und meine Mittwoche für die nächsten Wochen bis zum Jahresende sehen gut aus. Das heißt, ich habe mir jetzt das geblockt und möchte gerne dieses Format Olaf vor 8 mehr Feuer für deine Liebe mittwochs um 19.30 Uhr stattfinden lassen. Gut, das Thema für heute ist, wie du wirklich Feierabend machst. Und hallo liebe Birgit, ich sehe gerade, dass du live dabei bist. Und vielleicht magst du mir mal als Kommentar dazu schreiben, ob Ton und Bild gut zu sehen sind. Da ich jetzt hier gerade schon den zweiten Anlauf habe, das erste Video ist leider abgebrochen. Und ja, was letztendlich heute das Thema ist, wie du wirklich Feierabend machst. Ich habe mich vor so zwei, drei Wochen mal mit einer Kollegin unterhalten und war dann selbst überrascht, dass das so ein Thema ist. Und das geht, glaube ich, wenn man in so einem Beruf unterwegs ist, wie ich es jetzt bin, du kennst es vielleicht in deinem Beruf auch, dass man bei vielen Dingen immer so denkt, ja, das ist doch selbstverständlich. Da kommt man schon gar nicht mehr drauf. Und wir hatten dann dieses Thema Feierabend und sie war sehr dankbar, als ich ihr dann mal einen Tipp dazu gegeben habe. Und deswegen dachte ich, mache ich heute mal diese dritte oder die vierte Folge von Olaf vor 8 genau zu diesem Thema, um dir ein wenig Tipps mit auf den Weg zu geben. Übrigens, schon mal als Hinweis, findest du diese Tipps, ich habe es mal hier ausgedruckt, in meinem kostenlosen E-Book. Das wirst du später, den Link dazu, innerhalb oder oberhalb der Beschreibung, beziehungsweise wenn du dieses Video auf YouTube siehst, ist es unterhalb der Beschreibung, wirst du dann den Link zu diesem kostenlosen E-Book finden, wo du neben diesem Tipp noch 13 weitere Tipps finden wirst. Aber jetzt zum Inhalt, wie du wirklich Feierabend machst. Warum ist das eigentlich so wichtig und warum ist das so ein Thema? Das war auch nochmal in dem Gespräch mit der Kollegin ganz interessant, das nochmal herauszufinden, weil ich erlebe es in meiner Praxis immer wieder und erlebe es natürlich auch bei mir selbst. Wenn ich aus meiner Praxis komme und nach Hause komme, wie schaffe ich es wirklich abzuschalten und den Coach oder Therapeuten oder wie wir das ganze Kind auch immer nennen wollen, wirklich dort zu lassen? Wenn ich nach Hause komme, das ist ja hier in meinem Homeoffice, wo ich die Videos aufnehme, wenn ich nach Hause komme, auch wirklich Feierabend zu machen und die Zeit mit meiner Partnerin verbringen zu können. Und was aus meiner Erfahrung dabei hilft oder warum es so wichtig ist, bleiben wir erstmal bei dem Punkt, warum es so wichtig ist, ist ja wirklich bewusst abzuschalten, einen bewussten Übergang zu schaffen, ein Ritual zu schaffen, mit dem es dir möglich ist, dass du wirklich dann auch deinen Arbeitstag beendet hast und dann ganz einfach den Wechsel schaffst, letztendlich so, als wenn du deinen Anzug wechselst, in einen anderen Punkt rein, dass du dann sagst, okay, jetzt ist Feierabend und jetzt bin ich der Privatmann oder die Privatfrau. Um dann halt entweder dir was Gutes zu tun, was auch eminent wichtig ist, aber darüber habe ich ja schon in der Folge 1 gesprochen, oder dann halt die Zeit mit deinem Partner zu haben, auch da habe ich kurz in der Folge 1 und in der Folge 3 drüber gesprochen. Also das heißt, wichtig ist hier an diesem Punkt, letztendlich dann halt wirklich bewusste Übergänge und Rituale sich zu schaffen. Und da kann es natürlich nicht das eine Rezept geben, was für jeden Menschen passt. Deswegen möchte ich dir hier heute ein paar Beispiele nennen, was so Ideen sind, entweder die ich selbst anwende
Oder die ich weiß, mit den Menschen, die bei mir in der Praxis dann sind, die wir als Möglichkeiten erarbeitet haben, um Übergangsrituale zu schaffen. Um es wirklich zu schaffen, Feierabend zu machen, zu Hause zu sein und ganz beim Partner, bei der Partnerin zu sein. Ich fange mal einfach an. Ein Tipp wäre oder eine Möglichkeit wäre, dass du, bevor du nach Hause fährst, dir vorher noch mal ein kleines Zeitfenster gönnst, wo du sagst, das reserviere ich mir als Übergangsritual. Und das kann was Kleines sein. Das kann sein, dass du dir noch mal Zeit nimmst und auf dem Weg nach Hause an einem Café anhältst, dort ganz bewusst für dich einen Kaffee, einen Tee oder was auch immer du trinken möchtest, trinkst und dann dort letztendlich damit deinen Übergang gestaltest. Vielleicht liest du auch noch eine Kleinigkeit oder wenn du selbst für dich so ein Erfolgstagebuch führst, vielleicht führst du das dort, um damit bewusst den Abschluss zu schaffen, um dann, wenn du nach Hause kommst, den Schlüssel in die Tür reinsteckst und aufschließt, dich nicht mehr in dem Moment fragst, was erwartet mich jetzt hier und bin ich wirklich gerade bereit, wenn meine Frau, mein Mann, meine Partnerin, mein Partner auf mich zukommt, vielleicht Kinder auf mich zukommen, dass ich dann wirklich für die da bin. Sondern du weißt, du hast schon durch dieses kleine Ritual wirklich Zeit dir bewusst vorgenommen, um wirklich abzuschalten, um abzuschließen den Arbeitstag. Das finde ich so das Spannende, wenn man mal guckt, die Engländer, wenn du schon mal in England drüben warst, die Pubs, die da sind, also du musst jetzt nicht unbedingt zum Alkoholiker werden oder Bier trinken oder dein Ale trinken, sondern ich finde das so ganz faszinierend. Die machen das ja letztendlich genauso. Also nach der Arbeit geht man noch gemeinsam im Pub, das ist dann so das Übergangsritual und dann geht man nach Hause. Deswegen machen die Pubs da ja auch relativ früh zu mit der Sperrstunde. Das muss jetzt nicht das Pub hier sein oder die Kneipe. Aber da wirklich zu gucken, nimm dir nochmal Zeit, setz dich vielleicht nochmal in einen Kaffee oder geh nochmal in eine Buchhandlung, stöber irgendwo in Büchern rum, tu einen Augenblick etwas Gutes für dich. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel mit so einem Ritual für dich nochmal, bevor du nach Hause kommst, Sport für dich machst. Also wenn eine Sportstätte, wenn du in einem Fitnessclub bist, dass du diese Zeit nutzt. Und dann halt entsprechend da zu deinem Sportclub fährst und dann erst nach Hause kommst. Dass du dann schon mal weißt, ich habe jetzt was Gutes für mich getan, damit konnte ich den Arbeitstag abstreifen an mir und dann nach Hause gehen. Das sind mal so zwei Ideen, was kannst du als Ritual tun für dich, bevor du nach Hause kommst, um wirklich Feierabend zu machen. Du kannst auch, um dich daran zu erinnern, und das war so das Spannende mit der Kollegin, was ich vorhin schon mal sagte, was ich so als Rückmeldung gekriegt hatte. Sie hat gesagt, hey, das ist doch eine coole Idee, dann hänge ich mir das immer so, hier ist mein Rechner, deswegen gucke ich da jetzt gerade hin, hänge ich mir hier so letztendlich so ein kleines Erinnerungsposter hin, wo ich dann immer sage, denk dran, wie du wieder Feierabend machst und dein kleines Ritual. Das so als Bild, was dich daran erinnert, was es auch immer ist, dass du es nicht vergisst. Weil häufig hetzen wir von A nach B, wollen so schnell wie möglich nach Hause, weil wir wollen ja noch Zeit mit unseren Kindern, mit dem Partner, mit der Partnerin verbringen, vergessen aber dazwischen halt diese Übergänge. Also schau mal, dass du dir bewusste Übergänge schaffst. Tipp 1. Tipp 2 ist letztendlich auch ein Ritual, aber dann anders, wenn du nach Hause kommst. Ich habe mal vor Jahren einen Film gesehen, ich glaube, der heißt An deiner Seite. Ist von 99, meine ich, mit Bruce Willis und Michelle Pfeiffer. Geschichte ist ein bisschen anders, aber was ich da drin als Ritual sehr schön fand, die haben es als Familie am Ende geschafft, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, wenn der letzte von den beiden Erwachsenen oder auch die Kinder nach Hause kam. Und dann hat man sich als Familie dort an den Tisch gesetzt und hat sich über den Tag ausgetauscht und zwar mit zwei Fragen. Frage Nummer 1: Was war das Highlight deines Tages? Das hat jeder Reihe um erzählt. Ohne dass das jetzt groß kommentiert wurde, aber man hat sich mitgeteilt. Was war das Highlight deines Tages? Und vielleicht hast du es schon mal erlebt mit den anderen Videos von mir, dass es mir immer wichtig ist, den Fokus ein Stück weit auch nicht immer nur auf das Negative zu lenken, also nicht das Negative auszublenden, so bitte nicht zu verstehen, sondern auch den Fokus auf das Positive zu legen, das, was dir auch als Gutes widerfahren ist. Also deswegen die Frage, was war das Highlight deines Tages? Und die zweite Frage ist, was ist nicht so gut gelaufen? Und da könnte man das vielleicht, wenn man möchte, so erweitern, auch nochmal, dass man sagt, okay, was habe ich daraus gelernt? So, und dann teilt man das gleichzeitig untereinander. Und wenn ihr das vielleicht erstmal als Paar macht, ist das was, was Wertvolles ist, weil ich finde, es gibt doch auch nichts Schöneres, als an dem Leben des Partners teilzuhaben, sich mitteilen zu können
Und ganz wichtig in diesem Format dann, indem man sich nicht irgendwelche Vorschläge, Ratschläge, Lösungsansätze oder ähnliches dann versucht zu geben, sondern einfach nur aktiv und bewusst zuhören. Meistens sind wir ja darauf gepolt, immer irgendwie Input geben zu wollen oder eine Rückmeldung geben zu wollen. Und versucht das mal genau auszublenden. Und dafür finde ich dieses Ritual hilfreich. Das als eine Möglichkeit, wenn ihr zusammen zu Hause seid. Eine ganz andere Möglichkeit, auch gemeinsam, ist, selbst wenn es jetzt dunkel ist in der Jahreszeit, wir haben es jetzt gleich 7:45 und es ist ja richtig stockenduster schon draußen, zu schauen, ob ihr so als kleines Übergangsritual auch gemeinsam spazieren geht. Ich mache das ganz häufig oder eigentlich regelmäßig mit meiner Partnerin, so gut wie jedes Wochenende, immer dann, wenn wir Zeit haben, dass wir ausgiebig spazieren gehen. Und das ist eine ganz bewusste Zeit, die wir da miteinander verbringen. Zum Beispiel war ich letzte Woche ganz viel unterwegs. Ich war wirklich nur abends zum Schlafen zu Hause. Ich war tagsüber 3 Tage im Seminar, 2 Tage habe ich Personalauswahl gemacht. Und ich habe mir dann auch gesagt, ich nehme das gesamte Wochenende frei. So, da sind wir dann halt auch gemeinsam spazieren gegangen. Und da bleibt dann Zeit für den Austausch. Das, was ich eben mit den Highlights, also mit den 2 Fragen auch schon erwähnt habe, kann man auch im Spaziergang machen. Du musst dich nicht zu Hause hinsetzen. Man kann sich auch einfach hinsetzen, wenn man zu Hause ist, mit einem Kaffee, mit einem Tee, das kann man auch zu Hause machen und sich darüber austauschen, wie ist der Tag gelaufen. Auch das, ihr müsst nicht diese 2 Fragen nehmen, aber bewusst so ein kleines Ritual zu nehmen und du merkst vielleicht schon an den Dingen, es sind so Viertelstunden, die man sich dafür reserviert. Es geht nur um einen bewussten Fokus zu nehmen, nochmal eine Aufmerksamkeit draufzulegen, zu sagen, ich schließe damit meinen Arbeitstag ab und ich streife diesen Arbeitstag von mir ab und bin jetzt dann ganz in der Aufmerksamkeit bei meiner Partnerin oder bei meinem Partner. Darum geht es letztendlich. Das vielleicht mal so als die wichtigsten Tipps. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, was kannst du tun, um wirklich Feierabend zu machen und wirklich abzuschließen. Ich freue mich einfach, wenn du eigene Ideen hast, dass du die vielleicht hier im Kommentar mit uns dann teilen magst. Und weil ich finde es immer schön, wenn wir uns gegenseitig unterstützen dabei. Natürlich habe ich viele Erfahrungen und natürlich ist es auch ein Stück weit mein Beruf. Aber ich stehe ja nicht hier und sage, ich bin derjenige, der alles weiß. Deswegen möchte ich dir Impulse liefern, kleine, aber feine, so wie du es schon gemerkt hast. Und ich setze eher auf die Qualität als auf die Quantität, weil du kannst dir vorstellen, ich könnte dir jetzt noch 100.000 andere Dinge nennen. Wichtig ist mir, setz dich bewusst damit auseinander. Im besten Fall sprichst du mit deiner Partnerin oder deinem Partner darüber. Guck, was tut dir gut. Weil ich sag mal, wenn ihr als Paar darüber gesprochen habt, dass es vielleicht für dich gut ist, bevor du nach Hause kommst, dass du noch erstmal einen Kaffee trinken gehst, mag das vielleicht erstmal für deine Partnerin oder für deinen Partner wie so eine Ablehnung aussehen. Oh, die oder derjenige möchte keine Zeit mit mir verbringen. Wenn du das aber bewusst machst, ihr das abgesprochen habt, dann schafft das auch wieder eine Verbindlichkeit zwischen euch beiden. Und dann gewinnt auch dein Partner, wenn du nach Hause kommst, weil du dann deutlich entspannter bist. Wenn du in der Anspannung, in dem Stress aus der Arbeit nach Hause kommst und das bringst du mit nach Hause, überträgst es auf Partner, Kinder, wer auch immer dann da ist, Tiere, dann ist natürlich Stress häufig schon vorprogrammiert. Also bewusst es schaffen, runterzufahren, das steckt eigentlich genau dahinter. Entweder du für dich alleine, bevor du nach Hause kommst, weil auch das habe ich in meiner Praxis leider schon häufiger gehört, dass es dann Paare gibt, wo einer, der dann nach Hause kommt, sagt, wenn ich den Schlüssel in die Tür reinstecke, bin ich schon immer überlegen, was erwartet mich jetzt hier? Und eigentlich würde ich gerne gerade was für mich tun, aber ich muss ja nach Hause. Und ich finde immer, geht aus diesem, was du musst, raus, setz dich damit auseinander, was du für dich Gutes brauchst, dass jeder von euch beiden. Und dann seht zu, dass es für euch beide Möglichkeiten und Räume gibt, in denen ihr Gutes für euch alleine tun könnt. Da habe ich ja schon drüber gesprochen, aber dann halt auch genau über diese Rituale den Feierabend gemeinsam feiert. Daher kommt der Name ja, um dann den Abend miteinander zu verbringen. Ich sehe jetzt im Moment, dass erstmal keine Fragen in den Kommentaren sind. Deswegen wäre ich jetzt erstmal so für heute mit dem, was ich dir gerne mitgeben wollte, was ich dir an Input geben wollte am Ende. Wie gesagt, du wirst in der Beschreibung zu diesem Facebook-Live-Video entweder oberhalb hier auf Facebook oder auf YouTube dann unterhalb den Link finden. Ich zeige es dir nochmal zu dem E-Book. Ich habe es mir mal ausgedruckt. Es sind insgesamt 31 Seiten. Du siehst es jetzt hier spiegelverkehrt, das ist Facebook Live. Und es sind insgesamt 31 Seiten, wo ich dir 13 Tipps gebe. Wobei einer der Tipps sogar nochmal 6 Schritte enthält. Also 13 Tipps zu dem Thema.
Wie du den Spagat zwischen Erfolg in deinem Beruf und deiner glücklichen Beziehung meisterst. Und das ist so eine Lesezeit von ungefähr 30 Minuten und dann hast du ganz viele Ideen, ganz viel Input, relativ knackig, und kannst dann schauen, welchen von diesen Dingen setzt du um. Vielleicht genau diesen Tipp, den ich dir gerade vorgestellt habe, zu dem Thema, wie du wirklich Feierabend machst, dass du das dann halt entsprechend für dich umsetzen kannst. Und ich freue mich, wenn du dir das runterladen magst. Wie gesagt, der Link, den findest du dann gleich. Das trage ich nochmal nach, weil mir die erste Übertragung eben gerade am Anfang wieder abgebrochen ist. Und dann freue ich mich, wenn du mir einfach eine Rückmeldung geben magst. Erstens, wie ging es dir mit dem weiteren Input im E-Book? Und auf der anderen Seite, wie ging es dir mit dem, wo wir heute hier drüber gesprochen haben, was ich dir als Tipps mitgegeben habe? Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dass du dabei warst. Und wie gesagt, das Format Olaf vor 8, mehr Feuer in deine Liebe, wird jetzt erstmal bis auf weiteres Mittwoch stattfinden. Ich gucke mal, wie dieser Tag jetzt funktioniert, ob das besser ist. Nochmal im Moment, einerseits dadurch bedingt, dass ich die nächsten 2 Wochen leider freitags nicht kann. Und ich möchte einfach gucken, so nach der Rückmeldung, die ich von den Zuschauern bekommen habe, dann halt zu sagen, okay, ich gucke mal, ob der Mittwoch der bessere Tag ist. In diesem Sinne danke ich dir, dass du dabei warst. Und wenn du es nachträglich siehst, freue ich mich, wenn du einen kurzen Kommentar hinterlassen magst. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Mittwochabend. Wir haben es jetzt gleich 10 vor 8. Das heißt, es ist noch genügend Zeit, je nachdem, was du heute Abend noch für dich vorhast. Genieße diesen Abend mit deinem Partner. Mach wirklich Feierabend, so wie ich es jetzt auch gleich machen werde. Und ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu sehen, hier bei Olaf vor 8. Wieder Feuer in deine Liebe bringen. Ciao, ciao.